Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarum zu einem neuen Part Super Mario 3D Land mit dem Zwergenfürst. Heute müssen wir mal ein bisschen weiter hier in den letzten drei Levels von S5, Spezialwelt 5. Die wollen wir heute zu Ende bringen. Auf geht's ins erste Level, S5-4. Scheint eine leckere Welt zu sein, eine süße Welt. Auf geht's, rein da. Jo, Scrolling Level. Mal wieder. Und schon gefackt. Zum Glück habe ich noch 5 Leben. Verdammt. Da muss wohl mal die Sprint-Taste benutzen. Hui. Scrolling Level. Anstatt die Sprint-Taste zu benutzen, einfach mal zweimal reinfallen. Wow! Sondern auch noch von Bienen gejagt. Hummeln, um genau zu sein. Müssten Hummeln sein. Ich bin komplett irre. Huh! Ein Tanuki-Blatt. Wollte gerade sagen, damit können wir uns retten, aber. Nee. Meine Fresse. Es geht hier aber schnell. Scrolling-Level sind so schnell. Das mag ich nicht. Ich bin halt nicht der Schnelle. Mann. Ah, Bienen. Hetz mich nicht. Du darfst mich halt nicht hetzen, Spiel. Ja. Ich bin dann leicht unter Druck gesetzt. Hetzt mich nicht. Ich kann nicht unter Stress spielen. Hops. Hops. Oh, jetzt geht's aufwärts. Na toll. Habe ich noch einen Tanuki mit dabei, dann ist das vielleicht ein klein bisschen leichter. Hui. Süß und schmackhaft ist das Level, aber leider ein Scrolling-Level. Die finde ich nicht so toll. Die liebe ich nicht sehr. Hm. Hopp. Hopp, da auf die Erzbeer-Zuckerguss-Creme. Sternmünze! Dann hier noch hoch, bevor wir hier im Abgrund verschwinden. Komm da hoch, komm, komm, komm. Schaffst du, Zwergi? Nein. Sternmünze verkackt. Und da oben war schon das Ziel. Na toll. Zum Glück haben wir den Checkpoint. 2 Leben haben wir noch. Hops. Kriegen wir hin. So, hops auf die weiße Schokolade. Boah, weiße Schokolade. Finde ich eigentlich nicht so schön, nicht so lecker. Schmeckt mir nicht. Ich stehe eher so auf Zartbitter. Zartbitter-Schokolade. Hm? Nicht Bitter-Schokolade, Zartbitter-Schokolade. Verdammt! Ich hab's verkackt. Da hätten wir nur noch 2 Versuche. Also ein Leben und 2 Versuche. Und wenn da 0 steht, hat man dann noch einen Versuch. Holla, ist doch hier nur ein Level hier. Ein relativ leichtes Level sogar. Ist eigentlich machbar. Ja komm, so schwer ist das nicht. Rauf auf die weiße Schokolade. Zack, zack. Hier hoch, könnte man sogar einen Dreiersprung schaffen. Das war kein Dreiersprung. Los, Sternmünze. Nach Möglichkeit aller Sternmünzen. Einsammeln. Das war nice. Das sah cool aus. Und ich weiß nicht, wie ich es gemacht habe. So, alle 3 Sternmützen. Wenn ich es jetzt noch schaffe zum Ziel, dann ist das ein mega Erfolg. Wow, der Sprung. Den muss ich öfters hinkriegen. Ich weiß nicht wie. Und ab zur Zielflagge. Naja, eher mittelmäßig, aber ich habe alle 3 Sternmützen. Ist doch was wert. Geschafft. Das war Level 1 von 3. Speichervorgang abgeschlossen. Kann es weitergehen.
So, S5 ist ein Gästehaus. Oh, Gästehäuser sind doch immer speziell. Ach, das kenne ich. Oder auch nicht. Eine abgewandelte Version von dem, die ich kenne. Das ich kenne. Oh wei. Ha! Huh. Nicht von Gummer gekillt werden. Oh nein, nicht wieder mein Eingangsbereich. Rätselboxen. Da müssen wir herausfinden, welche die richtige ist. Huh. Hier nicht von Tanuki Gumba abgemurkst werden. Okay, das ist nur eine Piranha-Pflanze, die gerade von der Feuer-Piranha gekillt wurde. Oh nein, Giftpilz. Nein! What the fail? Oh, der war schon die richtige. Dann ist die jetzt die obere. Geht ja wohl nicht anders. Und die untere wäre ja zu leicht. Oh, cool, schon am Checkpoint. Es läuft ja hervorragend. Mehr Zeit. Ein Para-Block. Paramünzenblock. Ah, das ist aufgehalten. Ich versuch's mal mit der hier. Nein, die war falsch. Die führt uns wieder hierhin. Gut, dass er uns nicht an den Anfang führt. Das wäre richtig asozial. Runtergefallen. Na komm. Akku blinkt rot. Oh, Sternmünze. Die erste sogar. Versteckt in einem Goomba. Wie gemein. Oh, und weiter sind wir. Wir haben heute ein Glück. Soll man das Richtige aussuchen. So. Da hoch. Ups. Hopsalop. Die ist es nicht. Die ist gesucht. Hops. Ja, nice. Immer richtig geraten. Auwei. Oh, ich weiche den gestern aus und werde dann vom Gummi getroffen. Wie mies. Huh, Großpilz. Großpilz kriegen, bevor ich abgemurkst werde. 3DS blinkt. Rot. Akku alle. Vielleicht kriegen wir trotzdem die Levels hier noch hin. Von der 3DS ausgeht. Wow, nice. Bin gut im Raten. Das war falsch. Dann bin ich wieder am Anfang. Also eine Checkpoint-Sache. Das ist nicht sehr gut. Yep. Und weiter. Komm. Den kriegen wir doch hin. Ach, die lenken aber ziemlich ab hier. Ja. Die können tödlich sein, wenn die auf einen drauf springen. So, da lang. Da rein. Sehr gut. Jetzt sind wir hier wieder im Geisterraum. Im Geister-Gumba-Raum. Hui. Sieht schon ziemlich finale aus. Das heißt, wir sind bald da. Hier ist ein Block. Rein da. Ah, verdammt, sind wir wieder zurück. Falsch gegangen. Muss ich mir merken. Oh, ich lang hier. Hier rein. Ach, da sind wir wieder los. Ach, verdammt, warum stehen die unter diesem Block? Das ist doch, das dürfen die nicht. Das ist gemein. Pilz. Brauche ich. Dankeschön. Ups, hier hoch. Ups, da hoch. Jetzt was hier reinspringen. Ach, verdammt, reinspringen, nicht daneben springen. Scheiß 3D-Effekt. Hops. Na komm. Mach Hopseli. So, der Geisterraum. Uah. Also, wie war es richtig? Dort hinten rein, oder? War das falsch? Das war richtig. So, und weiter geht's nach oben. Ich glaube, der war falsch. Da ist, glaube ich, eine Sternmünze oder so. Geh da hinten rein. Das war richtig. So, da sind wir am Check. Quatsch, an der Dingens, an der Flagge. Und hops. Egal. Wir haben eine Sternmünze. Ach, wir haben es geschafft. Weiter geht's. Sternmünzen werde ich nun wirklich offscreen machen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Nicht so wesentlich. So. Und da haben wir S5 Schloss. Auf geht's, das kriegen wir auch noch hin. Schnell hin, bevor der Akku alle wird. 85 Münzen, 85 Sternmünzen haben wir beisammen.
Na, aber locker. Auch wenn wir einige nicht gekriegt haben. Rein geht's. Bowsers Schloss. Und da haben wir die Special Welt 5 auch mal abgeschlossen. Och nein, nicht das. Oh nein. Schlimme Erinnerungen an dieses Level. Ich habe in einem ähnlichen Level schon behauptet, dass ich das mal Silvester 2017, also Silvester zur Jahreswende von 16 zu 17 gespielt hätte und daran gelitten hätte. Und das war das hier. Das ist das Silvester-Level. Oh wei. Vielleicht lag es an meiner Müdigkeit am Silvesterabend, als ich das um 3 Uhr nachts noch gespielt habe und einfach nicht hingekriegt habe, weil die Zeit dreimal abläuft. Oh wei. Sie ist ja jetzt schon wieder. Uah! Das tut dann immer besonders weh. In diesem Level. Ja, versagt. Sind die Wunden noch tief. Ist doch schon 2 Jahre her. 1 Jahr ist es her. Und keine Ahnung, wie lange es her ist. Kann gerade nicht rechnen. Sofern ich es überhaupt irgendwann mal kann. Puh, muss mich jetzt hier anstrengen. Nichts zu verkacken. Immer in den Goombas die Uhrzeit hinzukriegen, hier die Uhren, damit die Zeit verlängern. Und dann die Sternmünzen am besten auch einsammeln. Und hier wird dann natürlich die Zeit knapp, weil man hier abwarten muss, bis das angekommen ist. Ja, schön. Hey, Joimo! Du musst ja mal die Feinde töten, Gegner töten, sonst stirbst du. Und das ist das Nervige an der Sache. Oh nein! Diese Sternmünze. Und jetzt Zeit gebraucht. Na komm! Ach, verdammt! Na, Millimeter daneben. Na komm, das müssen wir jetzt hier heute noch schaffen. Und zwar möglichst schnell. Die Zeit läuft ab. Auch weil der Akku alles. Ja, nicht von der Kamera. Die Kamera, die hat es noch ein paar Stunden. Die hält das noch aus. Ich glaube 2 Stunden. 39, vorhin als ich aufgenommen habe, begonnen habe aufzunehmen. Boah. Der ständige Zeitdruck. Mann, ist ja heute auch schlimm. Erst das Warning-Level, was mich nervt, was mich stresst. Und jetzt hier auch noch ein Geisterhaus. Ist ja immer auch sehr stressig. Und jetzt hier diese Lava-Welt mit Zeitdruck. Ha! Na komm, dich auch noch. Und noch ein bisschen Zeit Vorsprung haben. Na komm, die Sternmünze hole ich mir jetzt nicht. Das ist mir zu blöd. Und hopps darüber. Puh. Lässt auch wirklich jeden Gegner hier abmurkst. Sonst könnte es deine letzte Minute sein. Letzte Minute sowieso. Und letzte Sekunde. Knochenboser. Oh wei. Verdammt. Abgemurkst. Und Checkpoints gibt's ja bekanntlich in Schlössern nicht. Das ist kacke. Naja. Wäre eh hinfällig, wenn ich Game Over gehe. Also nochmal von vorne. Alles nochmal auf Anfang. Nein, nicht ganz auf Anfang. Das wäre ein bisschen blöd. Das wäre traurig. Und ich alle 3 Level hier nochmal machen müsste. Passt auf die Leben auf. Puh, nicht von Goomba gekillt werden. Das ist immer deprimierend. Von Goomba sollte man sich nicht töten lassen. Und das ist schon ein bisschen scheiße. Zack. Von Bowser kann man sich durchaus schon mal töten lassen. Das ist nicht ganz so schlimm. Das ist verzeihlich. Hui. Mann, Mann, Mann. Spiel, du kannst mich aber auch stressen. Oh, Jumanimo. Also hier nicht von dem zweiten Goomba gekillt werden. Sehr gut, der wurde von der Flamme gefüllt. So ungefähr. Boah. Mann, dieser 3D-Effekt hier. Boah, ich will wieder mal ein 2D-Jump'n'Run spielen. 2D-Mario. Habe ich gerade nicht in der Playlist.
hätte Super Mario 64, das ist auch ein 3D Jump'n'Run. Aber ich glaube, das wird ein bisschen gechillter. Nicht viel gechillter, aber ein bisschen gechillter. Und wird danach nicht fortgesetzt. Also erstmal nicht. Habt ihr noch andere Projekte, die hier am Laufen sind? Eventuell, ja. Wenn Mario 3D Land dann fertig ist, kann ich aber was nachrücken. Oder auch nicht. Vielleicht bleibt auch der Platz einfach frei. Habe ich ein Projekt weniger, was ich abarbeiten muss. Ist auch mal entspannt. Nö, ich lasse mal die Sternmünze da jetzt liegen. Dann lasse ich rechts liegen. So. So weit sind wir auch schon gekommen. Zack, die haben wir ein bisschen Zeit bekommen. Sternmünzen sind mir jetzt scheißegal. Wie zum Geier konnte das denn gerade passieren? Bin ich einfach zu weit gesprungen. Passiert auch selten. Ach ja, Silvester 2016-17 lässt grüßen. Genauso war das. Stundenlang gebraucht. Da war ich auch noch ein bisschen angeschlagen, weil es halt wirklich schon 3 Uhr nachts war. Dann ist die Reaktionszeit um 3 Uhr nachts schon. Könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen. Das ist eine Reaktionszeit von einer Minute. Ein Goomba! Ach, dann bist du schon reingerannt, bevor du den B-Knopf gedrückt hattest. Ach ja. Andere Leute saufen sich an Silvester zu. Ich sitze zu Hause in meinem Kabuff und spiele offscreen. Ein bisschen Mario 64 oder Mario 3D Land. Ein bisschen Mario Jump'n'Run. Daran verzagen. Ich mache Silvester halt traditionell dann immer durch. Also meistens mit Spielen. Ich spiele dann immer gern Spiel durch. Oder versage an einem einzelnen Level in Mario. Wenn es ein leichteres Spiel ist, spiele ich es durch. Mache einen Speedrun ohne Speed. Ja, Zwergenfrust und Speed gibt es ja nicht. Ich bin ja relativ langsam. Zwei Leben haben wir noch. So, den Flammen ausweichen. Nach Möglichkeit. Wenn möglich, bitte wenden. 8 Sekunden habe ich noch Zeit. Goomba. Auwei. Goomba töten. Nicht von Goomba getötet werden, sondern Goomba töten. Und auch nicht von der Flamme getötet werden. Okay, jetzt habe ich ein bisschen Zeit. Na toll. Und flammfähig getötet werden. Das ist auch schön. Puh. Und dann bist du nachts um 3, um 4 halt irgendwie alleine im Haus. War jetzt 2016, 2017 wirklich so. Die Family ist irgendwie zu Freunden und Verwandten irgendwie gereist und ich habe gesagt, irgendwie, na gereist nicht, aber gefahren und ich habe gesagt, ich habe keinen Bock, ich will mein Zimmer feiern. Ich will alleine in Ruhe feiern. Und dann bin ich da geblieben und habe ein bisschen Mario 64, Quatsch, nicht Mario 64, sondern Mario 3D Land gezockt. Und komme sie irgendwann um 2 Uhr nachts nach Hause und du kriegst dann hier deine Schreikämpfe und musst dann ganz leise schreien. Wenn die machen dann nicht durch und du dann so. Ja. Um 3 Uhr nachts muss man dann doch noch ein bisschen leiser schreien, als man es eh tun würde. Ich meine, gerade ist es ja gut, fast 22 Uhr. Also da kann man das, glaube ich, noch halbwegs machen. Wie ich schon öfters erwähnt habe, meine Geschwister, die schlafen nebenan. Die sind halt aber gewohnt. Die sind Schmerz. Und gewohnt, die kennen das, wenn ich nachts um 0 oder nachts um 11 hier noch aufnehme. Ich schreibe generell nicht so laut, nachts bin ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger im Schreien. Na toll, was war denn das jetzt? Das geht noch, so bis der 3DS ausgeht,
Ja, das ist jetzt auch eine Sache, die der 3DS vorschreibt. Können wir nur so lange spielen, bis der 3DS alle macht. Dann ist das jetzt hier einfach vorbei. Ist so. Dann muss ich anschließen und dann können wir eventuell noch weiter aufnehmen. Oder ich lasse es einfach bleiben. Dann wäre auch ein Ende für den Part. Wäre auch schön. Fremdbestimmtes Ende. Ja komm, du musst die töten, um weiter bestehen zu können. Ja mei. Ich fange auch jetzt hier wieder an zu schwitzen. Oh je. Nummer 2. Ja, auf ein neues. Schwitzt sie mich hier schon voll. Dass die hier ein heißes Zimmer am Abend. Ja, es ist wirklich hier irgendwie. Es wird langsam Sommer. Draußen und drinnen dann auch. Da lädt sich dann das Zimmer am Tage auf und ist dann in der Nacht sonderbar heiß. Und dann hast du dann auch noch so eine Lava-Welt. Ja, das ist wirklich so. Was mit der Psyche? Wenn du eine Eiswelt wärst, dann ist das nicht ganz so. Aber wenn du hier Feuer auch siehst im Spiel, auch wenn es nur animiertes Feuer ist. Ein klein wenig nur. Also du wirst jetzt nicht hier verbrennen. Nur wenn du Feuer in Super Mario siehst, aber ist ein anderes Feeling. Wenn du es für lange Zeit hast, als wenn du für lange Zeit einen Eisklotz oder Eiswelten vor dir hast. Ich schwitze da mal gerne. Wenn es draußen eh schon heiß ist und dann hier noch ein Spiel eine Lava-Welt hast. Wollen wir bitte Mario Spiele hier für den Sommer abhaken und nicht spielen? Wollen wir bitte dieses Spiel bis dahin beendet haben? Weil Bowsers Türme sind immer gern mit Magma und mit Lava. Ja, schreibt mir bitte einer den Unterschied zwischen Magma und Lava in die Kommentare. Ich weiß es. Einfach mal so als Challenge für euch. Ich will jetzt euch nicht erklären. Nee. Knochenbowser, der schon wieder. Und das war's dann wohl. Da ging die Kamera aus. Dann halt nicht. Rohdatei jetzt bei 23 Minuten. Ja gut, wir machen noch ein paar Versuche. Ja, ist ja gut, ich schließe das Teil an und dann jetzt weiter. Bis gleich. Was würde sich anbieten, würde ich auch gerne mal machen. So. Zeitbegrenzung ist, wenn der 3DS ausgeht. Ja. Aber gut, machen wir noch. Wie viele Versuche machen wir noch? Derzeit zuliebe 5 Versuche noch. Auf geht's. Ist auch ein Zeitlimit. Ziehen wir mal runter. 5 Versuche. Dann mache ich gnadenlos Schluss. Spiel das Ding offscreen zu Ende. Ihr habt ja gesehen, ich war schon bis zum Rosa. Viel mehr gibt's da nicht zu sehen. Und dann schneide ich das einfach dreist raus. Aber das kennt ihr ja von mir schon. Dass ich manche Sachen einfach rausschneide. Ist ja auch nicht schlecht. 4 Versuche noch. Ihr wisst, ich halte mich wirklich dran. Entweder ich gewinne jetzt oder ich höre nach 5 Versuchen auf. Ja, weil ich kann diese Welt auch nicht mehr sehen. Kann dieses Level nicht mehr sehen. Dann würde ich gerne für heute beiseite legen. Für heute, das kann ich dann morgen irgendwann oder übermorgen mal aufspielen, wenn ich Lust habe, abarbeiten muss dann. Diesmal 3 Versuche aus Dämlichkeit. Ich glaube, danach bin ich eh Game Over. Wir hätten auch machen können, bis ich einmal Game Over gehe. Noch. Ich sollte mich trotzdem anstrengen, weil Ziel ist es ja, das Ganze hier zu schaffen. Ups. Ich glaube zwar nicht mehr dran, aber komm, wir können das hinkriegen. Und wäre doch nice, wenn ich das in dem Part jetzt mal schaffen wird. So, Draufi. Och Mann, wie ich hier schwitze.
Das ist bei mir wirklich, das macht bei mir meiner Psyche irgendwas. Das ist halt kein Witz. Ich sehe halt das ganze Heiße hier und mein Hirn macht mich fertig. Ja, für das Hirn ist es halt ein bisschen schwer zu unterscheiden, dass jetzt Super Mario oder läuft jetzt wirklich durch eine Lava-Welt. Ja, danke Hirn. Zwei Versuche, da Logik eh noch nie so wirklich meine Stärke war. Ja, kann ich mein Gehirn da schon irgendwie verstehen, ja, dass da irgendwie die Register zieht. Ah, das war knapp. Hui, da hoch. Mal ein paar Gumbas töten. Der Zeit zuliebe. Hops. Ist auch nervig, dass man jeden Gumba töten muss. Oder von einem Gumba getötet wird. Dann sind wir eh Game Over. Machen wir das so. Ja, das wird schnell gehen. Ich kann mich auch schon mal verabschieden. Dann würde gleich soweit sein. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Glaube ich, nach oben wird das der Fall sein. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr den Zwergenfürst verpassen wollt. Habt ihr noch einen angenehmen fürstlichen Abend, einen fürstlichen Nacht oder einen fürstlichen Tag, einen fürstlichen Morgen, was auch immer. Man sieht sich, haut da runter. Ja, das war's jetzt mit diesem Level. Das ist, jetzt habe ich auch erstmal die Schnauze voll. Ciao, ciao. Ihr habt euch wohl. Bestenne.